Ich hatte ja doch jetzt das Pech in diesem Jahr, dass der Fahrstuhl für über 6 Wochen ausfiel und ich musste jeden Tag die 4 Etagen nach oben laufen. Das hätte ich früher nicht gekonnt. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Luftholen und ich habe meinen Mann einkaufen lassen, weil ich das nicht konnte. Ich musste immer stehen bleiben, wieder Luft holen, wieder weiterlaufen, 10 Schritte, dann wieder. Also ich konnte das einfach nicht. Und deswegen bin ich zum Arzt gegangen. Als Erstes haben wir mal eine Echokardiographie gemacht, ein Herzultraschall. Dabei sah man, dass die Aortenklappe ziemlich verkalkt ist. Die muss ja normalerweise öffnen wie ein Scheunentor. Und bei ihr war das so eng, dass das quasi wie eine kleine Luke war. Das war gleich klar, dass das Ursache für ihre Luftnot ist. Und deshalb mussten wir auch entscheiden, dass sie eine neue Herzklappe braucht. Und für sie kam eben der Herzklappenersatz über die Leiste in Frage. Das nennen wir TAVI. Da war mir ja nur ganz grauslich, weil ich gedacht habe, das ist eine ganz schlimme Sache, dass man mir den ganzen Oberkörper aufschneidet. Der Grund, warum wir diese Herzklappenbehandlung eigentlich eingeführt haben und warum die relativ erfolgreich mittlerweile ist, ist, dass wir ältere Patienten, das heißt die Patienten, die wir früher ehrlicherweise aufgegeben hatten, wo wir gesagt haben, okay, der Herzchirurg kann sie nicht operieren, sie sind bereits schon zu alt und sie müssen jetzt damit leben. Genau diese Patienten können wir jetzt behandeln und zwar mit einer sehr schonenden Variante, nämlich eben nicht mit Eröffnen des Brustkorbes, kein großer Schnitt, keine große Operation, sondern eine Methode, wo man quasi über die Leisten diese Herzklappe ersetzt. Ich bin jetzt 82 Jahre geworden und das vermutet kein Mensch. Das glauben Sie ja nicht. Sie werden im Bus angesprochen. Was sehen Sie gut aus und so. Das habe ich ja früher nicht gehabt. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich würde gerne mal wieder tanzen gehen. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber das kommt auch noch.